Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Reactions, Tourette Alltagsvlog Number 3 vom Weihnachtsbaumfällen mit Kettensäge zum Meeting. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Video, wo ich Weihnachtsbäume das Stichwort gelesen habe, ist es bei euch auch so, das tut mir eigentlich voll leid für die Verkäufer, ne? Wir haben übelst viele in Dresden, unfassbar viele Stände. Unfassbar viele Stände. Also wirklich alle 50 Meter hat man einen gigantischen Weihnachtsbaumstand. Und normalerweise in der Zeit war jeder Stand leer. Wirklich jeder Stand war leer. Und das ist richtig traurig, wenn man jetzt so vorbeiläuft, die werden ihre Weihnachtsbäume alle nicht los. Weil erstens die meisten irgendwie keinen Bock haben auf Weihnachten. Also sehr viele sagen sich, pff, brauche ich nicht, feiere eh kein Weihnachten dieses Jahr fällt aus. Dann vielleicht, weil auch viele natürlich eher zu künstlichen Bäumen gehen, weil dieses Jahr vielleicht nicht so viel Geld verdient wurde oder. Und ich glaube einfach, weil die Stimmung auch dieses Jahr nicht so ist. Also wenn ich mal hier rausgucke, gerade in Dresden wird da überall geschmückt, ne? Das ist echt herrlich zu Weihnachten. Ey, wenn man jetzt hier durchläuft, das ist total trostlos. Also wirklich kein Mensch ist in Weihnachtsstimmung. So alle, man sieht jeden nur hier über Corona reden, Polizisten, die gucken, dass jeder die Maske auf hat, weil wir ja auch in manchen Gebieten in der Öffentlichkeit die Maske aufhaben müssen. Finde ich ein bisschen schade. Also ich bin ja jetzt eh nicht der größte Weihnachtsfreund, aber ist natürlich ein bisschen schade für die Kinder, vor allen Dingen auch die Leute, die auf dem Striezelmarkt, gerade die von Erzgebirge, die konnten ja meistens immer auf dem Striezelmarkt so viel verkaufen, dass sie bis Anfang Sommer oder bis Ende Sommer mit dem Geld auskamen. Ne? Naja, gut. Das ist echt, echt wow-wack. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Also bei uns in ganz Dresden. Gut, das liegt auch dran, weil der Striezelmarkt jetzt nicht aufgemacht wird und. Also fehlt viel dieses Jahr. Jan, wollen wir nicht mal so eine Folge Tourette fährt Bagger machen? Dich will ich töten. Wirklich. Nein. Ich mach dich gleich einen Kopf kürzer. Wirklich nein. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir gehen heute mal einen Weihnachtsbaum fällen. Noch nicht ganz. Wir sind in einem Dorf und wir werden gleich da vorne einen Weihnachtsbaum fällen. Ich denke, wir werden direkt für uns auch einen mitfällen. Ach ja, wir müssen den Weihnachtsbaum selbst fällen, ne? Das schaffen wir. Hast du schon mal einen Baum selbst gefällt? Ja, habe ich tatsächlich. Jeden Tag. Aber keinen Weihnachtsbaum. Okay. Ich mache es immer so, ich gehe immer, wenn ich einen Baum brauche, ne, ich sehe ja schöne Gärten oder sowas, ne, und ich sehe, ach ja, der Baum, den bräuchte ich jetzt mal für meinen Kamin, ne? Für meinen Elektrokamin, ich habe ja hier hinten einen Elektrokamin. Ja, das Holz brauche ich jetzt mal und dann säge ich das Ding ab. Na naja, klar, kriegt man da hier und da Ärger, aber das sage ich, ne, brauche ich halt. Normalen Baum gefällt. So ja. Mache ich das. Der Opa Rudi im Garten. Was macht der eigentlich im Hintergrund? Okay, krass, da bist du mir weit voraus. Da ist noch der liebe Revi. Der ist heute auch mit dabei. Hast du schon mal einen Baum gefällt? Ja. Echt jetzt? Ja. Auch so einen normalen Baum oder Weihnachtsbaum? Nee, also ich... Er ist Absolvent der Baum. Bäume. Mit. Viel Spaß, wir nehmen euch heute einfach mal Blätter, mit, gucken, was passiert. Revi? Ja? Wo ist Akani? Der ist mit so einem fremden Mann im Auto mal weggefahren. Entführt worden. Ja, die haben ihn verkauft bei eBay, halt weiß nur nicht. Hä? Du darfst kein Weihnachten. Ist das Sarazar? Der sah auch gerade voll aus wie Sarazar. Feiern? Ich darf kein Weihnachten feiern. Warum? Weil ich Weihnachtsverbot bekommen habe letztes Jahr. Warum hast du Weihnachtsverbot bekommen? Ich habe letztes Jahr zu exzessiv gefeiert. Das ist eine lange Geschichte. Zu viel Alkohol? Lange Geschichte. Ich freue mich auf das Stream im Bootshaus, 13.12. wird nice. Jan, wollen wir nicht spontan eine Folge Tourette fährt Bagger machen? Ach, wenn die mich drauflassen? Ich weiß es nicht, aber du kannst ja mal fragen. Ich kann bestimmt gut Löcher buddeln. Stell dir einfach mal vor, du haust mit dem Bagger einfach so jemanden um. Man darf sich halt nicht in die Nähe stellen, ne? Das darf man, glaube ich, beim Bagger generell nicht. Jan, hast du schon einen Baum im Blick? Ich habe sogar viele Bäume im Blick. Boah, wie süß die kleinen Bäume alle sind. Wow. Und das krasse ist, die meisten Bäume, was habe ich denn hier für eine Deckenhöhe? Ich glaube 4 Meter? Nee, nicht so hoch. Nee, sind keine 4 Meter. 3 Meter? Boah, ich bin in Schätzen übelst gut, ne? Die meisten Bäume würden bei mir gar nicht reinpassen. Ich würde dann einfach die kleinen hier nehmen, die noch wachsen, einfach absägen. Bist du auch ein krasser Weihnachtsfan? Alter, ich bin ja Weihnachtszar. Mein
Hey, das ist doch Weihnachtszauber, oder? Der ist ein Weihnachtszauber. Our time is precious. We should. Nee, eigentlich, früher fand ich es voll geil als Kind, erinnert euch noch, wo die geilen Geschenke kamen, war eine super schöne Zeit. Und heute geht es eher um das familiäre Zusammensein so ein bisschen. Aber jetzt kann man sich alles selber kaufen. Ja, jetzt ist es halt nicht mehr, man ist nicht mehr so materialistisch. Jetzt kann man sich alles selber kaufen. Wo du so gesagt hast, schon zwei Monate vorher die Geschenke irgendwie gefunden und gesucht. Ja. Und heute ist es halt so, da freust du dich eher über das ganze Zwischenmenschliche. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Nee, wir beschenken uns also bei uns zu Hause tatsächlich schon seit mehreren Jahren bewusst nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, dass ich das so viel entspannter finde. Wir machen jetzt so eine Spende zum Beispiel, meine Mama, da spenden wir. Macht ihr das bei eurer, also das habe ich damals mal bei meinen Eltern so gemacht, ne, wo ich mein erstes Gehalt hatte. Wir kaufen uns zu Weihnachten nichts, und ich wusste von Anfang an, ich kaufe dir was, pass mal auf, ne. Hab dann immer sowas gekauft und was haben meine Eltern gemacht? Die haben mir auch immer was gekauft, immer. Die haben immer so gesagt, wir kaufen nichts. Und dann haben wir immer gesagt, dieses Jahr kaufen wir uns wirklich nichts. Dieses Jahr kaufen. Und ich so, ja, dieses Jahr kaufen wir. Ne, da habe ich meistens schon die Geschenke gekauft. Und meine Oma hat dann auch meistens schon die Geschenke gekauft. War immer so. Wir beide nach Afrika anstatt uns Geschenke zu kaufen. Eigentlich auch effizienter und besser. Kann man drüber nachdenken. 13.12. apropos, wird auch zum guten Zweck. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass jemand Werbung macht. Ja, das ist eine gute Sache. Ja. Da, daher ist es ist ja auch wirklich eine gute Sache. Ja. Da würde selbst Gisela für Werbung machen. Ja. Hier ist unser Baum, irgendwo. Ich muss ja, hast du ihn ja schon ausgesucht? Ja klar. Letzte Woche. Das sind Bäume. Kenn ich sowas, kenne ich nicht als Stadtjunge. Das sind Bäume. Ja, ist es, oder? Das ist unser Baum. Der Baum ist hässlich. Ach was? Aber ich. Nein, das ist nicht unser Baum, natürlich. Yes. Schon übel gedacht, hässlich. Der ist übel hässlich. Hier irgendwie markiert? Ja, ich hab den markiert. Du hast dagegen gepinkelt. Den holen wir für uns. Okay, das sieht irgendwie nicht vertrauenserweckend aus. Die halten? Ja. Okay. Man muss doch irgendwo daran ziehen. Ja, oder? Mach mal. Mach mal Motor an. Startet die Engine. Ja, wir machen die gleich einfach an und dann passt das schon. Okay. Du kannst dir einen Baum hier aussuchen, den du verlegen möchtest, und eine Person aus der Gruppe. Okay, Freiwillige zuerst. Ich. Ja, was mit der Discbreak? Einfach Revi zersägen, ja, das ist der ganze Discbreak bei der Sache. Hast du schon mal eine Kettensäge bedient? Nee. Nee, ich auch nicht. Ja, womit hast du denn den Baum dann gefällt? Mit einer Axt. Ach, krass. Ich hatte, glaube ich, schon nie eine Axt oder eine Kettensäge in der Hand. Aber besser wäre schon das. Ja. Luftangriff! Aber das ist genauso wie die Leute bei uns auf Arbeit. Wir haben ja einen Akkuschrauber. Und es gibt bei uns Leute, die schrauben so eine Scheißschraube lieber 10 Minuten gefühlt rein, anstatt so ein Scheiß. Also ich bin dafür viel zu faul, ne? Das ist viel zu faul. Ich mach's mir ganz gemütlich. Meistens stelle ich mir dann noch einen Stuhl hin, wenn ich irgendwas zusammenbauen muss. Also hier elektrische Teile, stellt mir meistens noch einen Stuhl hin. Für die ganz faulen Leute. Ne? So, ne? Aber immerhin, ne? Immerhin schöne, ne? Jan hat's damals auch mit der Hacke, mit der Axt gemacht, ne? Ja, schöne Männerarbeit, ne? Warum nicht, ne? Ganz genau das. Die suchen, die Gruppe, definitiv. Lass die einfach anmachen, was soll schon passieren? Leute zerstümmelt werden könnten. Sag's ja, Revi, was kann schon passieren? Können dir drei Team Capi Pizzen? Nein, mach ich nicht. Ist gar nicht so leicht. Ja, geht für dich, Tim. Boah, stellt euch mal vor, Gisela kriegt jetzt irgendwie. Wir bilden den Kreis und dann machen wir Hunger Games, okay? Und jeder greift sich eine Waffe. Und dann müssen wir mal gucken, wer zuletzt überlebt. Hallo. Schutzhelm? Ja, brauchen wir noch nicht, oder? Jan kriegt das auch ohnehin. Würdest du sagen, dass Haare schneiden mit Motorsäge mit Tourette ein starkes Video ist? Haare schneiden? Ja. Wenn ich anderen die Haare schneide? Ja, oder dir selber, ist noch krasser. Dir selber mit einer Motorsäge die Haare schneiden? Ich habe gesehen, wie jemand mit so einer Axt Haare geschnitten hat. Echt jetzt? Ja. What the fuck? Wir haben doch einen. Es gibt auch so einen. Oh, der ist aber klein. Ich glaube, es gibt türkischer Barbier, glaube ich. Ich glaube, es ist ein türkischer Barbier. Der macht das mit Küchenmessern und er zündet, oder mit Katanas oder sowas und zündet nebenbei noch die Haare an.
Das würde schon niemand machen, wenn ich eine Klatte habe. Da würde ich sagen, hier, oh, verpiss ich mal mit den Dingern, aber ganz schnell. Und sagst du das, die Dinger gleich woanders, aber nimm mal an deiner Hand. Nein. Nein. Hallo, meine lieben Freunde. Wir haben uns gedacht, wir lassen uns jetzt einfach keine Kosten und Mühen scheuen. Wir brauchen einen Baum zu Weihnachten. Wir machen eine Weihnachtsshow. Ich dachte, das ist eine IS-Show. Es ist eine Weihnachtsshow. Da gehe ich wieder. Wir sehen dann, der Stamm wächst hier in die Erde rein. Ja, da müssen wir jetzt runterkrabbeln. Ja, anders geht's ja nicht, oder? Ja, komm, Tim, krabbel mal da drunter, du machst das schon. Wir versuchen das Ganze jetzt erstmal mit den Äxten, ja? Wir müssen jetzt irgendwie drunter krabbeln, mal sehen, ob das klappt. Machst du sowas öfter? Ja, ich bin Holzfäller gewesen da. Weißt du, vor drei Leben, glaube ich, oder vier war das. Man sieht es, aber ich glaube, man muss so seitwärts rein, ne? Ja, ich fäll den Reh. Ich frage mich gerade, ob überhaupt Alright. die Rinde angekratzt wird. Oder Jan, da ist ein richtiger bisschen. Mann, das ist ein richtiger Holzfäller. Ich mach dich gleich kopfkürzer. Mach ruhig, alles gut. Warte, jetzt? Ja. Der Kameramann hat mir gerade übelst Angst. Wow. Boah, der Biesel ist richtig runter. Seht ihr den Schnee, der da runter ist? Auch. Willst du auch mal, Tim? Das in drei Minuten. Ach, nö, mach mal. Der ja, Tim, nö. Boah, ja, jetzt hat er den Dreh raus. Da ist er. Mein Freund, der Baum! Oh nein! Boah, ich hab die ganze Zeit Angst, dass er noch von denen ausrutscht, ne? Das ist ja voll anstrengend! Ja. Ey, das ist so anstrengend! Und wie war's? War cool. Ich hatte irgendwie Spaß daran, da drauf zu schlagen. Ich finde das so anstrengend. Ich finde, es geht. Der ist ein richtiger Boah, stell mal vor, er würde jetzt die Axt loslassen. Ich will noch mal ganz kurz, wir haben hier eine Kettensäge, warum benutzen wir die nicht? Dann müssen wir noch mal erklären, was wir da machen. Boah, mega anstrengend, so einen Baum zu fällen, ohne Scheiß. Dauert echt ewig, ne? Ich finde, die Motorsäge, wir oder? Sollten einfach einem vertrauenswürdigen Menschen die Säge geben. Ja. Ja. Jan. Jan. Jetzt gibst du auch selber einfach an, da kriegst du schon hin, komm. Bist du aufgeregt, dass du gleich den Baum fällen wirst? Ja, ein bisschen. Der wird mir jetzt mal zeigen, wie das geht. Und dann geht das schon. Eigentlich bin ich Fachmann. Passt das? Ist ein bisschen groß sogar, ich ja, sehe dann gleich nichts mehr. Sehr gut. Warum die Gleise? Ja, da habe ich jetzt einen neuen Job gefunden. Ne? Hat Spaß gemacht? Ja. Das war gut, das sah voll gut aus. Wie hat er sich geschlagen? Wer, der Baum? Nee, Jan. Jan hat sich sehr gut geschlagen. Ich würde dich 10 von 10 in mein Holzfällerlager mit aufnehmen. Echt, du hast ein Holzfällerlager? Ich habe ein Holzfällerlager. Viele sagen immer, ich hätte eine Menge. Übrigens, ich habe auch ein Holzfällerlager für meinen Elektrokamin. Und ja, das ist der Club der Elektroniker. Immobilien, das stimmt aber gar nicht. Eigentlich habe ich nur einen Wald. Oh oh! Warte, ich muss hier irgendwie da drüber gehen. Oh. Das Ding, ey, wie hoch ist das? 300 Meter oder was? Ich will niemals reinpassen. Never ever. Danke für die Hilfe, Tim, danke! Kann er gefühlt im Sitzen schon hier die Decke berühren. Zufrieden mit Jans Baumfäller? Wahnsinn, ey, der hat das auf jeden Fall drauf, der Jan. Der ist ein geborener Baumfäller. Du sollst wieder nach Schweden fahren. Björn ist gleich mit in dem Netz drin. Findest du das? Boah, ich würde das so gerne mal durchgehen. Einfach mal so, ich weiß nicht so. Ja. Bring einmal wirklich da durch, okay? Ey, ich mach da wirklich durch. Ja, mach, komm. Boah, das war so knapp! Boah, der Stein, Alter! Alter, stell dir vor, das hätte ich jetzt drauf gehen. Das ist ja schwerer als der Weihnachtsbaum, Alter! Ja, ich sag's dir! Na, guck mal, wie schwer der Orschi hier Alter, ist. Alter, der hat mir die Zähne weggetrimmert. Warte? Das wäre richtig Ende gewesen, ne? Fandst du das Weihnachtsbaumfällerlebnis? Ja, vor allem das Einwickelerlebnis am Ende noch. Genau, und wir machen ja auch noch ein Video, wo wir auch einen Weihnachtsbaum schmücken. Manchmal hat man einfach 5 Milliarden Schutzengel, ne? Das ist einfach so. So, Freunde,
Wir, Jan hat seinen ersten Baum gefällt. Ja, ich habe zum ersten Mal eine Kettensäge bedient. Und das Witzige ist, ich habe mir aus Interesse gestern Horrorfilme angeguckt, darunter lustigerweise auch das Texas Kettensägen-Massaker. Hab ich in 3D-Video. Ich habe Texas Chainsaw Massacre gestern gesehen und heute hatte ich selbst einen erinnert, wenn das nicht mal ein Zufall ist. Ich glaube, die Blu-ray sind auf der aber anderen Seite. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Video. Genau, das seht ihr dann bei uns auf dem Kanal, Leute. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Es war auf jeden Fall für mich auch mal interessant zu sehen, tatsächlich, wie du mit einer Kettensäge hantierst. Mit einer Axt. Ja, natürlich. Weil es gibt ja immer Leute, die sagen, so, boah, das ist ja voll gefährlich wegen deinen Ticks und so. Aber im Endeffekt hat sich jetzt wieder es ist gezeigt. Höchstens gefährlich wegen meiner Dummheit, aber selbst das hat geklappt. Hat sich jetzt halt gezeigt, dass eigentlich nichts passiert, so, ne? Genau. Okay, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und dass ihr in der Weihnachtsshow mit am Start seid oder schon wart. Wir wissen nicht, wann das Video online kommt tatsächlich. Und ja, sehen uns dann am nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo? Hallo, Franziskus. Die Chantal hat gesagt, du heißt Franziskus. Und da so ein bisschen irgendwie reinkommen in den Film und dass jemand eine ganz gute Kulisse sind für ein Interview. Nein! Nein! Siehst du, der Film ist nicht begeistert. Ach, bin ich, das war wegen was anderem! Aua! Oh, der findet das geil. Wenn das vielleicht dann auch noch ist und da ist, dann ist meine offene Frage an euch. Ich hatte an beiden Orten schon Wohnungsbesichtigung. Ob sich eine Journalistin das leisten könnte, ich bezweifle es. Die dürfen ruhig hören, dass sie behindert sind. Behindert? Aber die Route wird erst abgecheckt. So in etwa laufen unsere Calls immer ab, Freunde. Und Mandela muss sich immer richtig zusammenreißen, damit es nicht komplett unseriös wird. Wenn du lachen musst. Alter. Ah, schön, ey. Vor allem, die redet einfach weiter, weißt du? Die redet einfach weiter. Schön, ey. Ah, geil. Ah, nee, schön. Ich glaube, das ist so eine Journalistin, die könnte man jetzt nie beleidigen, aber man könnte die ohne Tourette blöd machen, die würde einfach weiterreden, ne? Scheiß Klamotten hast du. Ja, und ey, wie geht's Ihnen eigentlich heute? Ja, Sie haben scheiß Klamotten an. Achso, und wie geht's Ihnen? Das wäre ein übles cool. Aber so wäre ich halt auch einfach nicht drauf reagieren. Die macht das genau richtig, nicht drauf reagieren. Und das möchte ich als Abschluss Wort nehmen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns. Ich kann bald meinen Abart hier abmachen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Bis jetzt haben voll viele gesagt, mir steht eigentlich der Bart, aber ich weiß es noch nicht so ganz. Und vor allen Dingen, der nervt. Ich weiß nicht, ich ziehe mal hier dran. Ich weiß nicht, ich mache immer so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ich mache den ab. Aber wenn natürlich viele schreiben, ja, der soll dranbleiben, dann lasst den natürlich dran. Würde mich einfach mal interessieren. Ne? Rein. Ja. Ja, würde mich halt interessieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.